Hallo und herzlich willkommen bei Virtues in einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wir haben ja letzte Folge angefangen, unser Dach, was später da reinkommen soll, in die letzte Halle, hier outdoor zu planen, weil wir, wie gesagt, auch unten drunter arbeiten müssen und das ja echt kompliziert wird. Der graue Stein hier, der braune Erdstein ist unsere äußerste Kante und der Rest muss dann alles drauf und drunter, also bleibt mal dran. Wir haben ja hier das Muster gelegt und jetzt will ich das Muster außen weiß umranden und dann mal gucken, was übrig bleibt an Freifläche. Aber erstmal müssen wir das irgendwie gemanagt kriegen. So, das ist schon mal klar. Jetzt müssen wir hier nochmal ran. Ist nicht so viel, aber ich denke mal trotzdem, dass das Muster dann dadurch ein bisschen verstärkt wird. So. Im Gegensatz zu dem werde ich das hier wirklich komplett einranden. So. Bisschen Physifußarbeit. Klar, hier die Seite noch machen. Wie gesagt, ich weiß ja, dass es nicht viel ist, was übrig bleibt. Wahrscheinlich wäre ich günstiger, einfach alles weiß einplanieren und dann die drei Dinger da rausnehmen. Aber gut, jetzt sieht man ja dann so schlecht. Ecke fertig, machen wir das gleich hier drüben auch noch. So. Ein paar Flächen bleiben frei, keine Angst. Aber es sind wie gesagt nicht wirklich viele. Okidoki, den haben wir. Kommt nur der letzte hier. Da bleibt dann nicht mehr so viel zu tun. Was habe ich meine? Das sieht dann ungefähr so aus. Finde ich bis jetzt nicht so verkehrt. Wenn wir hochkommen. Da kommen wir raus. Stehen geblieben hier. Auch keine Steine verschwinden, oder ist teuer genug? Ich will auch noch so einen Kronleuchter irgendwie da reinpflanzen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das in dieses Projekt einbinden soll oder den nochmal separat mache. Um den halt genau Höhen zu bestimmen quasi. Gucken. Ja, ich glaube, ich mache den separat. Ja auch nichts sonst. Okidoki, jetzt müsste das alles relativ gleich aussehen. Ja, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Fläche übrig. Hier, das hier. Und hier wollte ich dann doch vielleicht auch nochmal mit dem Diamantenglas ran. Ups, das ist nicht das Diamantenglas.
nicht höher. Habe ich jetzt nicht so viel dabei, aber gut. Gut, dafür hat es genau gereicht. Ist davon noch was übrig? Mal in der Position echt mal so. Mal erstmal wenigstens die Ecken, die wir machen können, fertig. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Diamantenglas. Das ist dieser hier. Ja, der kommt da rein, 14 Stück. Ich werde den auch hier in die Mitte reinsetzen. Nur was mache ich an den Seiten noch? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall müssen wir hier hochziehen. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Auch mit der Decke finde ich gar nicht so schön. Ne, finde ich gut. Das werden wir noch ein bisschen bearbeiten. Okay, aber erstmal brauchen wir Diamanten. Ich weiß nur nicht, ob ich noch irgendwo welche habe. Also ein paar habe ich hier auf jeden Fall rumschwirren. Hätte ja klappen können. So. Du musst nochmal alles Blueprint. Ja, hier 12 Stück. Sollte reichen. Sieht so schon mal sehr interessant aus von oben. Hat so eine schöne Eigenleuchtkraft, wie ich finde. Deswegen ist das so praktisch. Hier müssen wir mal drauf. Ja, sieht gut aus, reicht. Haben wir, glaube ich, alle Lücken geschlossen. Ne, hier die Seiten haben wir noch. Machen wir hier das ja auch nochmal rein. So. Bisschen Blubber. Thank you.
Weißt du, denkst du wirklich hier, selbst wenn du es hier so in einer baufreundlichen Umgebung gestaltest, hängst du hier 2-3 Folgen dran. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Das meine ich mit dem Leuchten, finde ich mir ziemlich gut. So, jetzt wollte ich hier gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Jetzt darf ich hier nur nicht den Überblick verlieren. Machen wir das mal so. Eine Viererlänge. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 5. Und deswegen machen wir es so. Bisschen Form hier reinbringen. So wirkt das ganze Ding natürlich nochmal anders dann von unten, glaube ich. Jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall aber auch schon Lichter, also so ist zu dunkel die Decke. Und da habe ich leider die Befürchtung, dass wir hier noch ein paar Slabs einarbeiten müssen. So, die leuchten jetzt natürlich richtig schön hell. Können wir auch keine Slabs einarbeiten, das ist ja das Dumme. Das sind dann hier so in den Ecken. Nochmal den. Ich meine, es leuchtet trotzdem sehr hell schon. Sollte vielleicht sogar reichen. Machen wir uns mal eine Blueprint. Jetzt müssen wir natürlich dementsprechend tiefer ansetzen. Sollte vielleicht reichen. Mal gerüchentechnisch hier so ein bisschen reduzieren, so. Alles drin. Gut aus. Sagt auch nicht mehr als nötig. Da fehlt ein bisschen was. 6. Da kann man dann wahrscheinlich auf 8. Ein umgedrehter Wald. Ja, doch, ich glaube, das wird gut. Das tut passend natürlich draufsetzen. Bis der Diamant zum Schluss drauf kommt, ist sowieso. Haben wir alles andere auch schon mal fertig gemacht. Du schaffst es. Boah.
So. Ja, deswegen habe ich hier auch ein bisschen Abstand eingebaut. War bin ich so gut. Nur ein höher. Stimmt noch nicht ganz. Obwohl, doch. Nee. Das passt jetzt noch nicht. Genau, einen rüber. Ich habe die Seite genommen. Hier haben wir den weißen Rand. Genau, den habe ich ja hier weggeschnitten. What the hell? Ich hab so viel weggehauen. Das ist ein Scheiß. Das tut mir jetzt natürlich leid. Gut, den müssen wir dann manuell ein bisschen nachziehen. Wir fangen natürlich damit an. Dass wir alle so weitestgehend erwischen. Komm, dich will ich doch nur so. Gucken, haben wir davon alle? Ne, zwei fehlen. Entschuldigung. Der hat mich jetzt selber überrascht. Eins. Was gesichtet. Zwei. So. Wie gesagt, hier fehlt jetzt einer. Schieb das Ding jetzt einfach nochmal durch. Ich drehe es einfach gleich nochmal um. Scheiß Hund drauf. So. Welche produzieren? Nee. Okay, dann reißen wir das drüben ab. Ah, das mache ich jetzt einfach ohne euch. Ich werde das mal hier so rübersetzen und dann gucken wir uns in der nächsten Folge das Endresultat an. Können gucken, ob wir noch Kronleuchter leisten müssen, die wir da reinpflanzen oder nicht. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.